never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hallo liebe Freunde des fairen und toleranten Dartsports. Willkommen in Ollis Dartgarage. Ja, wie ihr seht, heute geht es wieder um ein Darts Review und zwar zu dem neuen Carella Fighter Darts. Ja, die Carella Fighter gibt es als Softtip in 20 und 22 Gramm oder so wie hier in Steeltip in 22 und dann nochmal 24 Gramm. Wir schauen uns hier zusammen mal die 22 Gramm Variante an. Ich mag so 22, 23 Gramm Darts, von daher passt das Gewicht für mich ganz gut. Ja, die Darts selber kommen, sage ich mal, im Carella-typischen oder gewohnten Packaging. Wer schon mal Carella-Darts hatte, der kennt das auf jeden Fall. Auf der Rückseite haben wir nochmal so ein bisschen Produktbeschreibung und einmal das Barrel in etwas größerer Ansicht. Erinnert ganz stark an den Max Hopp Dart, habe ich selber auch gespielt, war auch sehr schön und griffig, von daher ja, grundlegend nicht verkehrt. Ganz schwarzes Coating mit so roten Kontrastringen. Und ich meine, wenn ich mich da recht entsinne, ist er ebenso inspiriert, irgendwo habe ich das mal gelesen, von Daniel the Stubborn List, also Daniel List, der sich da hat mal so einen Prototypen entwerfen lassen und den vielleicht auch spielt. Das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, aber ich blende euch da mal ein Bild ein von Instagram. Da war schon sehr schöne Formen dazu zu sehen. Warum auch nicht? Also einfach mal raus mit den Darts. Die kommen natürlich so im gewohnten Packaging. Schön hier mit diesem Barrel. Goldene Carella-Schrift auf jedem Barrel drauf und dann die typischen Carella XT-Schäfte mit natürlich ein Flights. Mehr ist da jetzt erstmal nicht drin. Darum brauchen wir hier zum Unboxing auch nicht viel zu sagen. So, aber ich muss auch ehrlich mit euch sein, das Unboxing war so ein ganz kleines bisschen Fake. Ich habe sie schon ausgepackt und auch gespielt. Und was ihr hier vor euch seht, ist nach wie vor der Carella Fighter, aber schon in einem Tuned Setup. Also das ist jetzt einfach mal so ein, finde ich, optisches Schmankerl. Denn in Zusammenarbeit mit dem Hobbydata84, checkt den gerne mal aus auf Instagram. Sein Hobby ist nämlich aus Darts, wenn du ihn mal anfragst, hast du da einen Vorschlag für ein schönes Setup, was auch optisch was hermacht, dann stellt ihr euch ein 1A-Set zusammen. Also dafür hat der Michael Franke, heißt da wirklich ein Händchen. Grüße gehen raus an dich. Und das ist jetzt, sage ich mal, das Hobbydata84 getuntes Setup mit vorne einer Target Firestorm Spitze, also gerepointed mit anderen Spitzen drauf. Und hinten, das sind die Winmo Prism Force Schäfte in Rot-Schwarz, farblich natürlich super passend dazu. Ich habe sogar die eigentlich ursprünglich silbernen, ganz schmalen Ringe hinten nochmal zusätzlich schwarz eingefärbt. Und dazu passend die Winmo Reno Flights mit einem schönen geometrischen Muster, was eben auch die Form vom Barrel und die Gripform schön mit aufgreift. Finde ich auf jeden Fall optisch ein absolut gelungenes Setup. Spielerisch geht das auch sehr schön. Aber ich muss sagen, für mich persönlich sind die Reno Flights so ein bisschen weicher. Die sind halt 75 Mikron und die zerballerst du dir relativ schnell. Vor allen Dingen hinten, wenn da mal einer drauf geht, dann sieht es halt einfach zerfleddert und nicht mehr so schön aus. Und weil ich ja auch nicht jetzt alle Näse lang, sage ich mal, meine Flights wechseln will, habe ich so ein bisschen für mich optimiertes, ich sag mal, Spiel-Setup. Und das sieht dann so aus. Spielen tue ich den Dart mit den Winmore Vector Schäften. Die haben hinten so ein Alu-Cap, auch in ja, ähnlicher Farbe wie das Barrel selber, mit Heros Prime Schäften. Haben die etwas Schäfte, sage ich schon, mit Heros Prime Flights. I'm sorry. Ich mag diese etwas kleinere Flight-Form, etwas geringere ja, Fläche gegenüber den Standard-Flights, die man so spielt. Auch farblich seht ihr, ist das wieder so rot, Anthrazit bzw. ja, schwarz. Und dazu sind die auch noch so leicht transparent in den roten Feldern. Das finde ich persönlich ja auch nochmal irgendwie geil. Gutes Feeling an Bord ist ja irgendwie wichtig. Also, wie gesagt, das ist dann mein Spielsetup. Dann haben wir das jetzt schon mal geklärt, warum der Dart jetzt irgendwie ein bisschen anders aussieht, als wie er ursprünglich aus der Packung kommt. Aber jetzt können wir uns dafür dann voll und ganz dem Barrel widmen. Okay, dann schauen wir uns den Carella Fighter mal ein bisschen genauer an. Ich sage mal, das ist so ein Männerdart, ne? Von der Farbgebung schön dunkelschwarzes Coating mit den roten Kontraststreifen. Schwarz-rot ist so ein Männerding. Aber unabhängig davon,
ein schön gestaltetes Barrel. Wenn ich hier vorne mal anfange, die Nase ist nicht ganz halbrund, sondern eher abgeflacht, aber schön abgerundet, übergehend dann in das Barrel. Im Prinzip von der Grundform her ist es ein sehr schlankes, langes Straight Barrel, hinten aber wie gesagt dann mit einer leichten Griffmulde. Direkt hinter der Nase haben wir zwei eng zusammenstehende Multi-Ring-Grip-Elemente. Dann folgt so eine etwas tiefere Furche und dann haben wir das vordere Griffstück, das eigentlich durchgängig denselben anständigen Ringgrip hier aufweist. Dann kommt, finde ich, der schön gemachte Übergang in den hinteren Teil. Auch wieder hier drei Multi-Ring-Grip-Elemente mit tieferen Furchen, die die Kontrastringe in Rot dann hier aufweisen und dann eigentlich ein deutlich feinerer Ringgrip über das gesamte hintere Griffstück mit dem Abschluss hier glatt vom Carella-Logo zum Schaft. Mit nahtlosem Übergang finde ich es sehr schön gemacht. Ihr seht es eigentlich gerade auf der Unterseite vom Dart, vom Griffprofil. Ne? Hinten ist er weniger griffig als vorne. Wenn ich das jetzt einordnen sollte von der Griffigkeit auf einer Skala von 1 bis 4, 1 ist total glatt und 4 so ziemlich der größte Grip, den du da haben kannst, würde ich sagen, der vordere Teil ist so 2,5 bis 3, ist ordentlich griffig, spürst du sehr schön. Der hintere Teil, wie gesagt, ein bisschen entschärfter, dem würde ich so auf eine 2 einordnen. So, jetzt haben wir aber genug geglotzt. Carella-Darts sind nämlich Darts zum Spielen. Die wollen gespielt werden, die müssen gespielt werden. Das ist hier nichts für Sammler. Also, ran ans Board. Der ist gut. Jopp. Boah, okay. Kann ich das noch toppen? Geht ja nur noch mit 180. Also, habe ich mir gerade selber Druck gemacht. Aufnahme 2. Boah, wäre zu schön gewesen. Starker erster Dart, aber immerhin. Enge Gruppe. 81. Versuch Nummer 3. Besser. Und nein, ich werfe ihn auf den anderen. Aber gut. Eine 100 zum Abschluss. Es ist wie es ist. Das waren die ersten 9 Darts. Ja, die ersten 9 Darts waren wirklich der Knaller. Ich sag mal, New Darts Phänomen. Bewähren müssen sie sich dann im Training. Hier einfach mal ein paar Aufnahmen aus meinen Trainingsspielen und letzten Endes natürlich dann auch in den richtigen Spielen. Ich muss sagen, ich hatte ganz oft wirklich einen starken ersten Dart. Und der zweite, so wie hier, der haut mir dann manchmal so ein bisschen ab. Und dann, wenn ich sage, komm, du musst den Dart so richtig schön rauspushen, dann klappt auch mal so eine schöne Aufnahme wie hier meine 125. Oder einfach so Klassiker, mal stabil auf die, ja, sag ich mal, 60er Score irgendwie hinkriegen. Der Dart braucht, fand ich jetzt nicht allzu viel Gewöhnung, fühlt sich irgendwie super an, hat eine schöne Balance, fliegt einfach absolut straight. Ist jetzt aber so in 22 Gramm, ab und zu wird da hier so eine Aufnahme sehen. Also der ist, glaube ich, recht sensibel. Der fliegt dann wirklich gerade, aber ist so ein bisschen, glaube ich, was für eine saubere Wurftechnik. Also mit einem schönen Release und so ein bisschen auch Druck am Dart funktioniert es auch auf Tops zum Beispiel gut. Das ist hier so ein bisschen mein Problemfeld oft. Bei dem Dart, den kann ich aber so ganz knapp hinter dem Übergang in den hinteren Griffbereich halt schön rausdrücken. Und wenn ich da wirklich konsequent auch die Hand folgen lasse, dann klappt es auch wirklich gerade bei mir gut mit dem oberen Teil. Und hier aber auch mal einfach ein paar vergeigte Aufnahmen. Nicht, dass ihr denkt, ich spiele jetzt hier ständig 100er, 140er Scores oder so. Das meine ich aber auch, wenn ich mich nicht konzentriere und den Dart nicht wirklich sauber mit dem Arm release und so ein Follow-through mache. Dann kriege ich hier genauso eine Streuung wie den Klassikern 26er oder mal eine 7er Aufnahme oder auch ganz breit in der Höhe dann gestreut. Also das ist dann schon so ein Thema natürlich im Spiel, wo du sagst, das willst du nicht. Aber sonst wirklich schöner Dart.
Also zusammenfassend, denke ich, brauche ich gar nicht allzu viele Worte machen. Es ist ein wirklich schöner Dart, mit dem ich persönlich auch echt gut zurechtkomme. Also ich werde ihn mit Sicherheit öfter und vielleicht auch wirklich längere Zeit spielen. In der 22 Gramm Variante ist er, denke ich mal, ein bisschen sensibler. Ja, verlangt da einfach eine etwas sauberere Technik mit ein bisschen mehr Druck auch auf die Felder, wo du hin willst. In 24 Gramm wird er so ein bisschen gutmütiger sein. Kurz zur Haltbarkeit von dem Dart. Natürlich, der wurde jetzt nicht geschont. Ihr seht das auch, der zeigt erste Kampfspuren. Das waren ordentlich Trainingsspiele, ordentlich Ligaspiele dabei. Und ich meine, er macht da seinen Job. Dafür sind sie nun mal da. Auch diese Art von Coatings ist klar, dass sich das im Laufe der Zeit einfach runterspielt bzw. auch schlichtweg abgreift. Haut die Darts halt regelmäßiger mal ins Ultraschallbad. Gerade diese feineren Rillen am hinteren Teil setzen sich auch relativ schnell dann mal zu. Die brauchen halt einfach ein bisschen Pflege. Und zu einem Preispunkt von 55 Euro, finde ich, kann man hier absolut nicht meckern. Kriegst du einen vernünftigen Gegenwert, der Spaß macht und dich vielleicht sogar auch ein bisschen fordert. Damit bin ich am Ende von meinem Review zum Carella Fighter. Lieben Dank fürs Zuschauen und ich sage dann wie immer Tschüss, Ciao, Good Darts, euer Olli. Myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible.